Hallo und willkommen auf meinem Kanal zum Eurotruck Simulator 2. Eine weitere Runde mit dem Volvo, aber diesmal mit einem eigenen Aufleger. Ja, wir haben eigene Aufleger seit mehreren Jahren. Ich weiß gar nicht, ob da wie viel denn was schon vom EDS. Das war jedenfalls, haben wir das schon eine ganze Weile. Eigene Auflieger. Und wir sind in Vito in Spanien. Und ich habe mir mal den Schwarzmüller angehangen. Gucken wir mal, ob die Blinker gehen. Rechts, links. Sehr schön. Und dann werden wir mal schauen, ob wir eine Tour finden. Wir werden garantiert eine finden. Wir schauen mal und dann gucken wir mal nach einer Tour. Auftragsangebot. Und da müssen wir nehmen, Achtung, nicht ihr Aufträge, sondern Frachtmarkt. So, wir sind in Vigo. Und was nehmen wir denn? Ich wollte in Spanien bleiben. Orangen. Oh, 700 Kilometer. Ei. Das ist natürlich Leco Mio Esperanto. Das wäre nach Albacete oder so. Orangen. Wir können ja nochmal bei die externen Aufträge schauen. Haben wir auch einen Frachtmarkt. Externer Frachtmarkt müssen wir da hingehen. Auch ein Porto aus. Na gut, wir könnten nach Porto fahren, so weit ist er das gar nicht. Dann nehmen wir doch die Tour. Topfpflanzen von Porto nach Guarda. Wir nehmen die Tour mal an auf Tagas. Ja. Okay, wir fahren los. So, jetzt müssen wir erstmal 122 Kilometer fahren. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Biege nach rechts ab. Neue Route finden. Ja, machen wir so rum. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Am
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Neu berechnen. Nochmal rum. Haben wir da jetzt. Nimm diese Ausfahrt. Ja. War gerade ein bisschen verwirrend. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Alter, die Polder. Sehen wir wenigstens mal was mehr hier, wenn man am Tage fährt. Spaniens Gitarren erklingen. Juju.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Falscher Knopf. Hab ich den Motor ausgemacht. Oh nee. Bitte links halten. Bitte links halten. Ein Container, Umschlagplatz zu sein. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, bei IKEA muss man aufladen. Ah, da steht zwar IK dran, aber das soll sicher IKEA darstellen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja. Biege nach rechts ab. Das wollen wir erstmal gucken hier. Mal. Müssen wir hier rein? Wir fahren mal. Wir fahren mal hier rein. Kann doch verkehrt sein. Gucken.
Da müssen wir hin. Ach du liebe Zeit. Ja, das überspringen wir mal, ja. Fertig zum Losfahren. So. Fracht haben wir aufgeladen. So nach dem Motto Hokus Pokus Vidibus. Und das pieselt ja mal wieder. Haben wir mal das beste Wetter erwischt. Na gut. Dann lasst uns losfahren. Blumen fahren wir. Gut. Na, da haben wir doch das Beste wieder erwischt. Und das Nebel des Grauens. Kommen wir hier raus. Ist ein Wachtmeister. Ach, öff das Ding. Das ist aber eine Waschküche hier. Alter Schwede. Da siehst du ja gar nichts. Nö. Na, Halleluja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das sieht man nicht mal mehr. Da habe ich eine Hand vor der Ohren. Biege nach rechts ab. Obwohl auch der Nebel verzieht sich bald wieder. Du meine grüne Nase. Wird der immer dichter. Hilfe! Oh nö! Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Entschuldigung. Da kannst du wirklich nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Bitte links halten. Man ist so langsam auch wieder nicht, aber muss in Sichtverhältnissen, ja. So wie im richtigen Leben auch. Bitte links halten.
aber sagen wir mal wenigstens unterschiedliche Sichtverhältnisse, unterschiedliche Wetterbedingungen. Sieht da nix, null, 0,0 nix. Nö, Leute. Es ist da richtig Stress her. Die Wand an. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Bitte links halten.
Ja, langsam verzieht sich der Nebel. Na Gott sei Dank. Bitte links halten. Oder bitte Gas geben hier. Eieieiei, das war aber richtig jetzt hier. Bitte links halten. Ist ja nicht so einfach. Wenn man nicht sieht oder kaum was sieht, wegen starkem Nebel. Aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt noch 80 Kilometer vor uns. Oh. Ja, was ist denn hier schon wieder? Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt.
Erster Aufenthalt in Guarda. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nimm diese Ausfahrt. Machen wir. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Diese Ausfahrt. Na, wer rammelt denn wieder in meine Karre her? Glaubst du denn das? Nee, 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 nee. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Bei Exomars immer. Mhm. Sie sind am Ziel angekommen. Ja, wunderbar. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, sehr schön. So. Wohin wollt ihr sie? Dahin. Dahin. So. Topfpflanzen. So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ibi. So. Gut. Nach dieser anstrengenden Fahrt durch den Nebel haben wir uns da eine Pause verdient, oder? Und dann machen wir jetzt erstmal Feierabend. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Däumchen wären Träumchen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Kowski.